Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein französisches Zwiebelhühnchen überbacken vorstellen oder wie die Amerikaner immer sagen, French Onion Chicken. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Ich habe alles bereitgestellt, was wir für das französische Zwiebelhühnchen überbacken brauchen oder wie die Amerikaner sagen, French Onion Chicken, sozusagen das Gegenstück zur Zwiebelsuppe. Was brauchen wir? Wir brauchen Chicken, also hier Hühnchen. Ich habe Hühnerbrustinnenfilets, die wir gleich teilen werden. Dann brauchen wir natürlich, damit es auch zwiebelig wird, Zwiebel. Ich habe hier zwei Gemüsezwiebeln genommen. Wir brauchen außerdem ein bisschen Knoblauch. Und zunächst mal werden wir das Chicken, das Hühnchen anbraten in ein bisschen Öl, hoch erhitzbares Öl hier. Ich habe hier Rapsöl genommen und zu der Soße später brauchen wir ein bisschen Butter, ein bisschen Mehl, damit werden wir binden. An Gewürzen brauchen wir Pfeffer und Salz, klar. Französische Kräuter, also Kräuter der Provence, das passt sehr gut. Und wir werden dann kurz vor Ende das Ganze deswegen überbacken und ich habe hier 8 Scheiben, also jeweils 2 Scheiben pro Stück gleich. Das ist Provolone. Der wird klassischerweise für dieses Überbacken hier des Hühnchens genommen. Und ich habe hier einen Emmentaler. Wenn ihr keinen Provolone kriegt, dann könnt ihr auch einen Mozzarella nehmen. Nehmt eine Kugel Mozzarella, das geht auch. Teilt die in 8 Scheiben und verteilt die auf dem Chicken. Aber der Provolone ist schon vom Geschmack her noch mal ein bisschen anders. Das werden wir also überbacken und ganz zum Schluss zum Servieren werde ich das Ganze auf Toast servieren. Eine Geschmacksfrage und garnieren wollen wir das Ganze mit ein bisschen Petersilie. Ja, und das war's. Dann haben wir, glaube ich, alles angesprochen tatsächlich und dann können wir loslegen mit der Vorbereitung. So, jetzt braten wir erstmal unser Geflügel an. Ah ja, ihr seht schon, das ist heiß genug. Ich liebe dieses Geräusch. Ich liebe es. So, ich denke, das reicht auch. Ne? Man merkt also hier, das Chicken wird fester, das heißt, es wird jetzt trockener. Wir wollen es nicht tot braten. Es ist von beiden Seiten wundervoll schön braun. Und jetzt wird es langsam trocken, wenn man es jetzt länger drin lässt. Also, wir nehmen es auf jeden Fall raus jetzt. Und ich gebe es jetzt, ach, ihr seht, das sieht wundervoll aus, oder? Ich gebe es jetzt hier auf einen Teller mit Alufolie und halte das Chicken jetzt warm hier, damit auch der Saft gleich noch erhalten bleibt. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt können wir weitermachen. Jetzt brauchen wir natürlich auch kein weiteres Öl. Vielleicht gebe ich gleich noch einen Hauch Olivenöl dazu. Wir können jetzt aber erstmal mit den Zwiebeln weitermachen. So, die braten wir natürlich in dem wundervollen Bratfett jetzt von unserem Geflügel an. Und da können wir auch wieder ein bisschen höher stellen, ein wenig. So, das reicht mir. Jetzt stelle ich die Temperatur noch mal etwas runter, also so mittlere Temperatur. Denn ich möchte jetzt nicht, dass meine Butter verbrennt, denn als nächstes gebe ich jetzt die Butter hinzu. In meine Butter gebe ich jetzt zunächst mal meine Knoblauchzehen. Ich finde diesen Geschmack Butter und Knoblauchzehen ganz wundervoll, deswegen gebe ich die jetzt erst dazu. Ihr riecht es, wenn sie soweit sind. Temperatur immer noch unterer Bereich. Ja, jetzt fangen auch die Knoblauchzehen so langsam an zu duften. Butter, Knoblauch und Zwiebel verbinden sich jetzt wundervoll vom Aroma. Und ihr merkt, jetzt hier fängt jetzt schon das Ganze an, so ein bisschen anzubappen. Das soll es auch, denn jetzt kommt das Mehl dazu. Dann gebe ich erstmal nur die Hälfte dazu. Und das verrühre ich jetzt so lange, bis ihr keine weißen Stellen mehr seht. Das war's dann auch.
jetzt gebe ich Schluck für Schluck erstmal meine Hühnerbrühe hinzu. Erstmal so ein Drittel und dann immer gucken, welche Konsistenz ihr bekommt. Denn die soll jetzt abbinden. Ja, ist immer noch ein bisschen heiß. Ich stelle schon wieder runter. Ich will nicht, dass die Flüssigkeit uns völlig verdampft hier. Ah, das riecht schon mal klasse. Ja, dickt sehr schnell an, also nächste Drittel. So, und ihr seht jetzt hier, die Soße wird dicker, das soll sie auch. Jetzt könnt ihr, wenn ihr mögt, noch Sahne hinzugeben. Ich mache das heute nicht. Ich wollte mir die klassische Variante heute mal ausprobieren. Also keine Sahne, passt aber gut. So ein Schuss Sahne jetzt noch dazu. Rundet das Ganze ein bisschen ab. Jetzt gebe ich meine Kräuter dazu. Das ist der richtige Zeitpunkt. Und jetzt auch gleich Pfeffer. Jetzt kommt Pfeffer dazu. Denn Pfeffer hatte ich ja noch nicht in der Soße. So, jetzt probiere ich noch mal, ob ich genug Salz drin habe. Also, ich gebe kein Salz mehr dazu. Die Hühnerbrühe hat mir gereicht. Für mich ist das okay so. Ja, nächster Schritt. Wir nähern uns dem Ende. Jetzt kommt unser Hühnchen wieder rein. Natürlich nehmen wir den wunderbaren Saft mit. Wir wollen es jetzt gleich nur noch bedecken mit Käse. Und jetzt gebe ich den Käse drauf. Und zwar hier den Provolone. Zunächst mal auf mein Hühnchen. Ach Mensch, der ist schon ganz schön weich geworden hier. Provolone. So. Und als nächstes den Emmental. Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht aber auch gut aus. So, und ihr seht, das brutzelt jetzt hier so ein bisschen. Und jetzt geben wir noch einen Deckel drauf und überbacken das Ganze. Und in der Zwischenzeit können wir auch unsere Toast machen. Ich hatte ein bisschen höher gestellt nochmal. Und jetzt können wir auch schon abstellen, denn das war's. Der Käse ist geschmolzen, der soll ja nicht ganz runterlaufen. Hier schon ein bisschen viel sogar. Also hier ist in Ordnung. Ich stelle jetzt ab. Und das Einzige, was ich jetzt noch tue, ist ein bisschen Petersilie drüber streuen. Und wenn ich das gemacht habe, dann können wir auch schauen, ob es geklappt hat. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob es geklappt hat, ob ich unfallfrei auch ein Stück aus der Pfanne kriege, unseres Chicken. Ich sagte schon, ich serviere es auf Toast. Das ist aber eine Geschmacksfrage, müsst ihr nicht. Ihr könnt es auch so nehmen. Ich finde, das passt ganz gut. Und jetzt schauen wir mal, ob mir das gelingt. Oh ja, das sieht schon ganz wundervoll aus. Ja. So, gebe ich hier noch so ein bisschen Soße immer dazu auf den Toast. Und ihr seht, die Soße ist auch genau richtig. Ne, die ist richtig schön eingedickt. Das soll sie auch. Ach, herrlich. Jetzt könnt ihr auch hier noch ein bisschen was über das Hühnchen geben. Herrlich. So, ja, das Hühnchen lässt sich noch gut schneiden. Ja, ihr seht hier, das Hühnchen ist noch richtig schön weich. Ja, dann schauen wir mal, ob es denn auch tatsächlich geklappt hat. Das Hühnchen ist ganz zart. Ich schneide mal ohne Toast ein Stück ab. Ganz zart. Und hat einen wundervollen Geschmack nach Zwiebeln. In der Tat das Gegenstück zur Zwiebelsuppe. Wundervoll. Genug Salz, genug Pfeffer. Schärfer würde ich es nicht machen, mehr Salz auch nicht. Also das ist wirklich ein schönes Gericht. Also ich denke,
Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.